Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Bibelstunde. Beim letzten Mal haben wir die Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern behandelt. Heute, so kurz vor Ostern, das fasten ja doch einige, möchte ich die Frage nach dem Fasten lesen. Das steht immer noch im 5. Kapitel des Lukas, die Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten an jeden Tag. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und pflegt ihn auf ein altes Kleid, sonst reißt man das neue und die Lappen von dem neuen passen nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen, und niemand, der von dem alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Ja, es gibt mal wieder ein kleines Gleichnis. Dies ist doch recht deutlich, dass nicht immer nur das Fasten und, ja, damals war das Fasten ja noch viel, viel härter. Ihr habt das ja gehört. Die Jünger fasten auch von den Pharisäern, aber sie, ja, fasten eben etwas anders. Und das ist eigentlich auch eines der Hauptmerkmale, die es so, was Jesus wirklich damit sagen möchte, meine ich eher, dass nicht das Alte immer nur das Gute ist, sondern auch einmal Veränderung ist. Deswegen ist ja Jesus als Sohn Gottes auf die Erde gekommen. Und das ist eigentlich auch die wichtigste, ja, Tatsache. Ähnlich ist es auch mit der katholischen und evangelischen Kirche gewesen. Die evangelische Kirche ist ja etwas freier mit dem Fasten. In der katholischen Kirche wurde es ja zumindest bis ins 20. Jahrhundert sehr, sehr hart gesehen. Und das ist eigentlich auch einer der Unterschiede, warum jetzt katholisch und evangelisch unterschiedlich fasten. Trotzdem kann man auch als Evangelist ein paar Sachen, die man nicht unbedingt zum Leben braucht, verzichten oder auslassen während der Fastenzeit. Das ist keine Frage, sondern einfach nur eine Gefühlssache. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, noch einen schönen Sonntag.